Pika pika! Kapitel 12. Die einzige Möglichkeit. Vielen Dank für eure Hilfe bei den Ermittlungen. Vesperit steht unter unserem Schutz. Wir garantieren für seine Sicherheit. Wir konzentrieren unsere gesamte Energie auf die Jagd nach Reptane. Wenn euch irgendwelche für den Fall relevanten Informationen zu Ohren kommen, sagt uns Bescheid. Wir müssen die Verbrecher mit diesen vereinten Kräften zur Rechenschaft ziehen. Das ist alles. Nun entschuldigt uns. Sowas aber auch. Ich staune nicht schlecht. Es gab also tief unter der Nordwüste einen See. Und dort gab es noch ein Zahnrad der Zeit. Genau, aber was das Zahnrad der Zeit angeht, Reptane hat es gestohlen. Und wir haben nicht einmal geschafft, Reptane länger aufzuhalten. Letztlich ist das so, als hätten wir gar nichts getan. Das ist nicht wahr, nein, wirklich nicht. Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Hey, das finde ich auch. Team Nova kann stolz auf sich sein. Aber was wirklich schade ist, wir haben keinen blassen Schimmer, was wir als nächstes tun sollen, oder? Hey, wenn wir einen Hinweis hätten. Da muss ich zustimmen. Wo wird Reptane als nächstes zuschlagen? Wir wissen es einfach nicht. Es ist zu schade, dass er entkommen ist. Die Chance war da, ihn zu fangen. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht nicht. Nicht unbedingt. Zwölfens. Es gibt einige Hinweise. Ein Zahnrad der Zeit war am Nebelsee und wurde von Selfie bewacht, oder? Ein weiteres war am Untergrundsee und wurde von Vesperit bewacht. Oder das erinnert mich daran, was Vesperit uns Interessantes erzählt hat. Vesperit wusste, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Selfie hat es per Telepathie gewarnt. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich hätte es wissen sollen. Es gibt eine uralte Legende. Von Selfie sagt man, es sei das weise, wissende Wesen. Und von Vesperit, es sei das fühlende Wesen. Doch es sind drei Pokémon, die die spirituelle Welt repräsentieren. Und die Welt im Gleichgewicht halten. Drei? Wir sprachen von Selfie und Vesperit. Es gibt also noch ein drittes Pokémon? Ja. Der dritte Teil des Trios ist Tubots. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Das als Stärkewesen bekannt ist. Selfie und Vesperit haben beide Zahnräder der Zeit bewahrt. Also wird Tubots wohl möglich auch ein Zahnrad der Zeit bewachen. Oh, verstehe. Könnten wir Tubots finden, dann könnten wir wahrscheinlich ein weiteres Zahnrad der Zeit finden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass der Deep Reptane auftaucht. Genau. Diese drei Pokémon, Selfie, Vesperit und Tubots. Sie sollen alle drei an Seen leben. Tatsächlich wurden sowohl Selfie als auch Vesperit an einem See getroffen. Daher glaube ich, dass Tubots sich auch an einem See aufhält. Vergessen wir Folgendes nicht. Der See, an dem Selfie liegt, liegt auf einem hochgelegenen Plateau. Der See, an dem Vesperit lebt, liegt unter einer Wüste versteckt. In beiden Fällen befinden sich die Seen an ungewöhnlichen Orten. Der See, an dem Tubots lebt, er muss irgendwo sein, wo wir es am wenigsten erwarten. Jetzt verstehe ich es. Du meinst, wir sollen dort suchen, wo man normalerweise kein Wasser erwarten würde. So was aber auch. Deine Weisheit ist beeindruckend, Zwölfens. Meine Bewunderung ist größer denn je. Vielen Dank. Es ist nicht der Rede wert. Oh doch, ich bewundere dich auch. Du warst es, ja, Zwölfens, der uns zuerst zur Nordwüste geführt hat. Wie sich herausgestellt hat, lag unter der Wüste ein Zahnrad der Zeit. Deine Vermutungen, Zwölfens, sind voll und ganz korrekt. Oh, ich muss ja an andere Orte denken, an die wir suchten. Die östlichen Wälder und die Kristallhöhle. Diese Orte hatten noch das ein oder andere Geheimnis vor uns versteckt. Ah, ich habe eine Idee. Beniza. Jawohl, ja, ich wurde gerufen. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Bitte. Den Kristall, den du kürzlich gefunden hast. Darf ich ihn mir kurz ausleihen? Mein Kristall? Nein, 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 wirklich nicht. Das ist mein kostbarer Schatz, jawohl, ja. Natürlich. Ich versichere dir, dass ich ihn dir nicht wegnehme. Oder irgendetwas dergleichen. Und nun, Sparks? Es gibt etwas, um das ich dich bitten will, Sparks. Bitte berühre den Kristall von Bediza.
Puh, ich soll den Kristall anfassen? Wenn die Kristallhöhle noch ein Geheimnis birgt und wenn Spax den Kristall berührt, dann wird vielleicht der dimensionale Schrei ausgelöst. Vielleicht wird eine Vision ausgelöst. Ich verstehe, darum geht es also. Dimensionaler Schrei? Was ist das? Es ist eine besondere Fähigkeit von Spax. Manchmal, wenn Spax etwas berührt, dann hat Spax Visionen von einem Ereignis aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Oh, war ja wirklich? Hey, 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 so eine Fähigkeit gibt es wirklich? Wegen dieser Fähigkeit von Spax will ich den Kristall unbedingt ausleihen. Bitte leihst du ihn mir aus? Okay, zu einer Begründung kann ich nicht Nein sagen. Beliza reicht Spax den Kristall. Dieser Kristall, was wird er mir zeigen? Alle sehen mir zu. Ich weiß nicht, ob ich etwas sehen werde. Aber ich muss mich konzentrieren. Es passierte gar nichts. Nun, Spax. Es geht los. Dieses Schwindelgefühl kommt. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht mitnehmen. Niemals. Das war Reptain beim Versuch, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Und da war noch ein anderes Pokémon. War das Tubots? Wie auch immer. Der Kristall hat eine Vision hervorgerufen. Hast du was gesehen, Spax? Spax beschreibt die Vision, die der dimensionale Schrei offenbart hat. Was? Du hast gesehen, wie Reptain ein Pokémon überwältigt hat? Ein Pokémon, das du noch nie gesehen hast? Und dann hat er versucht, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen? Auweia, die Fähigkeit ist ja wirklich spannend. Donnerwetter, wie hast du das alles nur gesehen? Ich kann das alles kaum vorstellen. Hey, hey, Spax. War dieses Pokémon, das du nicht erkannt hast, vielleicht Tubots? Ich habe auch eine Frage an Spax. Hast du die Vergangenheit gesehen, Spax? Oder ist es etwas, das in der Zukunft geschehen wird? Wenn ich darüber nachdenke, Vision aus der Vergangenheit, Vision aus der Zukunft, es ist nie klar, was meine Visionen zeigen. Es ist also nicht sicher, ob du die Vision aus der Vergangenheit oder die Zukunft gesehen hast. Tja, man kann also unmöglich sagen, ob die Vision die Zukunft oder die Vergangenheit zeigt. Die Vision von Spax kann dem aus durchaus schon in der Vergangenheit sein. In diesem Fall wurde das Zahnrad der Zeit vielleicht schon gestohlen. Kreisch! Meinst du, dass wir womöglich schon zu spät kommen? Seid bitte alle kurz still. Ja, es ist wahr, dass die Vision aus der Vergangenheit kommen könnte. Aber es könnte auch eine Vision aus der Zukunft sein. Bist du so nett und erinnerst uns daran, was Vesprit gesagt hat, Riolu? Was hat Vesprit per Telepathie mitgeteilt? Dass sein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde? Nee, wer hat Vesprit per Telepathie mitgeteilt, dass sein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde? Wenn ich mich recht erinnere, war es Selfie, nicht? Lügt mich nicht an! Selfie hat mir per Telepathie erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass sein Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Ja, das ist richtig. Aber Tubots? Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Der Name Tubots ist mir neu. Ich habe ihn zuerst heute von dir erfahren, Zwiffens. Dann gibt es noch eine Chance. Hätte Vesprit gesagt, dass es von durch Tubots von dem gestohlenen Zahnrad der Zeit erfahren hätte, dann käme der dimensionale Schrei von Spax mit Sicherheit aus der Vergangenheit. Aber das hat es nicht gesagt. Vesprit hat Tubots nicht erwähnt. Es ist also möglich, dass das Ereignis erst in der Zukunft geschieht. Ich verstehe. Da ist noch eine Sache. Und die ist ganz eindeutig. Der Kristall hat bei Spax den dimensionalen Schrei bewirkt. Der Schrei deutet auf die Präsenz eines Zahnrads der Zeit hin. Das heißt, vielleicht ist das, was wir suchen, in der Kristallhöhle. Vielleicht gibt es noch einen Durchgang, der zum Zahnrad der Zeit führt. Ja, vielleicht ist es dort. Natürlich könnte es sein, dass wir schon zu spät kommen. Aber wir haben noch Zeit. Solange die Chance besteht, dürfen wir nicht aufgeben. Es ist die einzige Möglichkeit. Hey, hey, absolut richtig. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Gut kombiniert, Zwölfens. Jawohl, ja. Aber ja, ich platze gleich vor Aufregung. Los, Leute, lasst uns die Kristallhöhle durchsuchen.
Zwirfins! Wir können jetzt nur eins tun, und zwar die Kristallhöhle erkunden. Gehen wir! Die ganze Gilde soll teilnehmen! Auf zur Kristallhöhle! Gildenmeister! Erinnere unsere Pflicht und führe uns an! Gildenmeister? Gildenmeister! Gildenmeister, hörst du uns? Huh? Hey, ist das ein Scherz? Nein, ich glaube, er schläft tief und fest. Mit offenen Augen. Git. Eben, der Gildenmeister ist ja so charmant. Was glaubt ihr, wie lange er schon schläft? Glaubt ihr, dass er vielleicht schon die ganze Zeit schläft? Oh nein, das kann einfach nicht sein. Jemand könnte merken, dass der Gildenmeister schläft. Ich muss ihn irgendwie wecken. Gildenmeister! 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 Plauder Guy! Ja, Gildenmeister! Ja, Gildenmeister! Um es kurz zu fassen, es gab... Oh, come on! Wir machen Jagd auf Reptane! Luffy! Gehen wir zur Kristallhöhle! Hey, irgendwo muss ein Geheimnis geben, meine Güte. Wir machen uns an die Arbeit. Lasst uns suchen. Ich werde euch zur Kristallhöhle begleiten. Lasst uns unser Bestmögliches tun. Hurra! Machen wir uns auf den Weg, Sparks. Auf zur Kristallhöhle. Yeah, auf zur Kristallhöhle, auf zur Kristallhöhle. Und damit willkommen zum nächsten Part von Erkundungsteam Himmel. Denn zur Begrüßung kam ich noch gar nicht. Yay. Ja. Jetzt müssen wir zur Kristallhöhle. Nachdem ich diesen wunderschönen langen Part gestern hatte, darf ich jetzt noch einen wunderschönen langen Part heute machen, obwohl ich eigentlich müde bin. Egal. Für euch tue ich doch alles. So, was habe ich an Items noch mit? Gar nichts! Hurra! Ist das toll! Aber ich werde ein paar Gummis mitnehmen, weil ich die verbrauchen muss. Ich will nichts lagern. Na, scheiß drauf. Weg, 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 lagern. Ja. Nehmen. Nehmen, 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 nehmen. Und auf zur Kristallhöhle. Yay! Vielleicht kriege ich auch noch einen Schatz. Yay! Wohin soll die Reise gehen? Kristallhöhle! Das ist also die Kristallhöhle. Irgendwo in dieser Höhle. Irgendwo muss es einen Durchgang geben, der zum See von Tubots führt. Aber wenn wir jeden Winkel durchsuchen, wird es ein wenig dauern. Gehen wir als erstes einfach so weit wie möglich hinein. Lass uns unser Bestes geben, Sparks. Ebene 1! Yay, die Kristallhöhle! Eins der wunderbarsten Soundtracks, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, jetzt so ganz einfach, so ganz bescheiden, das wird nicht ganz so dramatisch schwer wie die Treibsandhöhle. Da es ja nicht so viele Boden-Pokémon gibt, die mir das Leben zur Hölle machen. Slam! Ach, sag mal, irgendwie verfehle ich trotzdem ständig. Verdammt. Wollte ich doch gar nicht. Geldband geben, Sparks. Geldgummi essen, Sparks. Nam. Yay, mein IQ steigt merklich. Oh, ein Schwarzgummi. Ja, hab auch nichts zum Werfen. Schwarzgummi essen, Riolo. Nam. Schmeckt nicht so gut. Ins Team, ja, warum nicht, weiß doch. Nein.
Oh, einer davon mal raus. Einmal im Kreis. Na. Hallo? Das kann doch gar nicht sein, wie immer die ganzen Attacken hier daneben gehen. Yeah, ein Schlag, ein Treffer. Gleich zwei. Doppelter Spaß. Hey, komm nochmal. Bam. Nicht so, mein Lieber. Das haben wir wieder so klar. Das ist ausgerechnet das letzte Ding. Sparks erkundete die Höhle und es war ein sehr langer Weg, als er nach unten stieg. Immer weiter ging die Reise. Eine Treppe hat er endlich gefunden, aber er ging wie immer in die falsche Richtung. Er ging endlich runter. Biolo griff an, oh mein Gott, aber es schlug nicht fehl. Es schlug fehl. Und dann die nächste Attacke hat ihn umgehauen. Oh, der Rund 4. Also endlich. Und Riolu hat den nächsten umgehauen. Mann, Güte, Riolu ist ja so krass drauf heute. Riolu, was machst du denn heute? Mann, du bist ja in Topform. Ich bin beeindruckt. Das läuft ja heute wie am Schnürchen. Wenn das die ganze Zeit so geht, dann bin ich richtig, richtig, richtig happy heute. Aber das ist auch so eine schöne Sache. Wenn es einmal richtig losgeht mit der Story, dann... Oh, jetzt komm schon. Wenn es einmal richtig losgeht mit der Story, dann geht das richtig los. Dann hält das hier gar nichts mehr auf. Dann ist aber auch ruckzuck die Story wieder vorbei. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht jetzt im Moment. Da ich ja dieses Let's Play irgendwann nochmal fertig haben möchte. Und ich noch genug Stunden hier daran arbeiten werde. Zumindest habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie lange ich daran noch arbeiten werde oder muss. Aber ich schätze mal, das werden noch so einige Stunden meines Lebens sein, die ich hier auf digital festhalten muss. Hey! Ja. Sonst gehen mir jetzt echt langsam die Ideen aus, was ich hier noch erzählen soll. Ich könnte alles kommentieren. Sparks hob einen Apfel auf. Ein Apfel. Ein Apfel und ein Ei. Er ging durch Kristallehöhlen. Die mit roten, kristallverzierten Wände waren echt beeindruckend. Als Sparks Donnerblitz losließ, um das Wespet wie Peter anzugreifen, stieg er ein Level auf. Riolu machte natürlich gleich mit, da er gleich auffallen wollte. Und er stieg mit ein Level auf. Und diese Kommentare sind eigentlich so derbs unnötig, dass sie total doof sind und eigentlich auch schon wieder zur Belustigung fremder Leute dienen. Doch das sollte ihn nicht abschrecken. Noch ein Vipitis und schon wieder ein besiegtes Vipitis mehr auf der Liste. Aber das wäre ja nicht genug. Da kommt gleich das nächste, das mit auf die Abschlussliste kommt. Und noch eins besiegt. Und ein Geo-Watz. Geo-Rock. Noch schlimmer. Nee, ich weiß, das ist ja die Vorentwicklung. Und besiegt. Mann, das klappt heute echt wie am Schnürchen, meine Damen und Herren. Das ist... Mann, Mann, Mann. Er hat mir eine Grimasse geschnitten. Jetzt habe ich Angst. Komm schon. Gerade an. Nee, Level 25. Eine neue Attacke. Giftblick. Ja, mach ich dafür weg. Kreideschrei, scheiß drauf. Miau.
Der Magen knurrt. Hurra! Und ich habe 101 Dalmatiner gefunden. Ich dachte, ich falsche Attacke. Egal, es hat trotzdem ganz gut geholfen. Toll! Böse Treppe. Danke, Treppe. Es gibt doch noch gute Treppen. Nein. Ja, mir ist schwindelig vor mir, ich weiß. Deswegen werde ich jetzt auch kurz ein Gummi essen. Njam. Ein Taubsam. Oh, das sind auch manchmal ganz nützlich. Uncool. Noch eine Attacke, Mann, das ist ja Grimasse, och nö. Ja, hab ich damit. Ich kann wieder normal laufen, ist das nicht toll. Und ich hab schon wieder Hunger. Eine Treppe in Ehren kann niemand verwehren. Oh, ein Elixier. Das ist auch nicht schlecht. Das ist aber jetzt ein Geo. Was? Jetzt wollte ich schon fast Rock sagen. Fiolo muss mit angreifen. Nein, nein, nein. Fiolo, los. Braves Fiolo. Jetzt wie schon wieder so losgehen. Kristallhöhle Tiefen. Ist das der tiefste Punkt der Höhle? Hey, Sparks da! Sieh die Talkristalle an. Sie sind riesig. Sie haben unterschiedliche Farben. Das sind eindeutig besondere Kristalle. Auf dem Weg hierher haben wir nichts Außergewöhnliches gesehen. Also sind dies drei Kristalle bestimmt ein Hinweis, Sparks. Sie bergen sicher irgendein Geheimnis. Das klingt logisch. Ich habe dieses Gefühl. Auf der Reise zum Nebelsee, wo wir Hilfe trafen. Auch nicht schon wieder so ein Flashback. Warp auf, geh in Deckung! Da war die Statue von Grodon, der Schüssel. Und dann auf dem Weg zum Untergrundsee, wo wir Westbrett trafen. Bist du soweit? 1, 2, 3, los! Dort war die Treibsandstrudel der Durchgang zum Untergrundsee. Könnte es sein, dass von hier aus ein Weg zum See von Tuborz führt? Es muss so sein wie an den anderen Orten. Es muss ja auch ein Geheimnis geben. Wow, der Kristall ändert seine Farbe, wenn man ihn berührt. Der Kristall ändert auch die Farbe, wenn man ihn anfasst. Vielleicht ist etwas mit dem Geheimnis des Orts tun. Berühre sie mal selbst, was? Farbe ändert sich, wenn ich ihn berühre. Bekommt jedes Mal eine andere Farbe. Drei Kristalle, die ihre Farben ändern. Was könnte das bedeuten? Oh. Es fängt schon wieder an. Der dimensionale Schrei. Ich verstehe. Es gibt drei spirituelle Elemente, Wissen, Gefühl und Stärke. Tuborz steht für Stärke. Es ist das starke Wesen. Stärke ist das, was uns antreibt. Sie ist eine Kraft, die uns alle vereint. Sie vereinen heißt, eins zu werden. Wenn die Farben der Kristalle eins würden, dann würde der Weg offenbart. Welche Farbe ist das Element von Tuborz? Das ist die Frage. Tuborz lebt am Kristall. Außerdem muss das Element von Tuborz mit dem Kristall verbunden sein. Das war alles als meine vorherigen Visionen. Ich habe nur Stimme gehört. Nein, das stimmt nicht. Es war schon einmal so. Das war bei der Statue von Grodon. Damals hörte ich auch nur eine Stimme. Aber warum war das so? Warum habe ich damals nur eine Stimme gehört?
Und jetzt erneut. Hey, was ist los, Max? Oh, du hattest wieder eine Vision. Hast du wieder einen dimensionalen Schrei ereignet? Hat sich wieder ein dimensionaler Schrei ereignet? Ich wusste es. Was hast du gesehen? Die Stimme hat gesagt, Tubots ist leider stark gewesen. Die Stimme sagte, dass die Farben der Kristalle eins werden müssen. Die Farben müssen eins werden. Das ist es. Die Farben sollen gleich sein. Die drei Kristalle müssen die gleiche Farbe haben. Du hast wohl eine Idee, was wir tun müssen. Welche Farbe soll sie wo haben? Die Farbe der Stärke. Das muss das Element von Tubots sein. Tubots lebt am Kristallsee. Kristallhöhle und Kristallsee. Ein Element von Tubots? Vielleicht kristallklar? Oder hat es vielleicht die Farbe vom Wasser? Du bist wohl wirklich einen guten Gedanken. Hast wohl wirklich einen guten Gedanken bekommen, was? Okay, ich überlasse es dir, Sparks. Mal sehen, ob du Rätsel der Kristalle lösen kannst. Ja, kann ich das Rätsel der Kristalle lösen? Was sagt die Uhr? 25 Minuten, sagt die Uhr. Das wird wieder so ein langer Part. Egal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welches jetzt die richtige Farbe war. Ich kann jetzt gerade nur raten. Ich schätze jetzt einfach mal, es war rot. Es war natürlich nicht rot, denn war es etwas anderes. War es vielleicht blau oder violett oder was das darstellen soll? Nein. Ja, das war's. Ah, ein Beben. Es wird gefährlich, Sparks, weg von hier. Wow, was ist das? Das ist eine riesige zerklüftete Öffnung in der Mitte. Was meinst du, sollen wir da durch? Vielleicht kommen wir so an dem See, an dem Tubots lebt. Die drei Kristalle waren der Schlüssel, Sparks. Sie haben den Weg offenbart, der zum Zahnrad der Zeit führen könnte. Gehen wir, Sparks, auf zum See von Tubots. Kristallstraße. Auf zum See. Wenn hier keine Poker... Wenn das ein geheimer Ort ist, warum sind hier Pokémon? Das ist echt... Egal. Es liegt im Spielfluss. Erholung. Brauche ich nicht. Ey, greif mir nicht mit deinen Perlen an. Ey, das ist irgendwie... irgendwie doof. Donnerblitz! Yeah. Aber ein starkes Team. Niemand kann mich aufhalten. Das war vielleicht jetzt eine verschwendete Attacke. Ein Heilband. Heilband kann man gebrauchen. Riolo, du kriegst es. Ne, oder? U3. Wir werden gleich zum Kristallsee kommen, tschalalala, zum Kristallsee kommen, tschalalala. Bam! Zum Kristallsee kommen, tschalalala, und da ist die Treppe. Da ist noch eine Treppe. Und da liegt Geld, auf der Straße mal wieder. Geld auf der Straße, Kristallstraße. Ja, jetzt geht die Schenkelklopfe wieder los. Ey. Und noch ein Band, was ist denn da diesmal? Ein Zinkband. Oh, das erhöht, glaube ich, die Verteidigung, wenn ich mir jetzt nicht ganz vertue.
So, jetzt bin ich mal dran. Donner, Blitz! So geht das. Oh, ein Absol. Den hätte ich gerne im Team. Das Desaster-Pokémon. Ich will ihn im Team haben. Ja. Halt der. Slam. Einsam. Teleportiert mich zu Treble. Nee, ich will doch nicht so zu Treble. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Spiel hat sich ein bisschen gegen mich verschworen. Ah, Treble. Naja, vielleicht hat es ja doch halb geklappt. Noch mehr Geld. Auf der Straße. Ah! Ich sollte damit aufhören. Level 29. Oh, eine neue Tacke. Offenlegung. Vergessen. Yay, Level 29. Eine neue Attacke. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Was? Was war das nochmal? Lässt den Anwender die zuletzt vom Anwesenden aus für die Attacke einsetzen. Nö. Ich will dich im Team haben. Komm in mein Team. Komm in mein Team. Wehe. Ein Abel. Donnerblitz. Donnerblitz nochmal. Donnerblitz nochmal. Donnerblitz nochmal. So, den nehme ich. Njam. Oh, und das ist jetzt letzte Treppe. Letzte Treppe, letzte Treppe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Ja, immer noch die letzte. Was? Ein Schadenspunkt? Willst du mich eigentlich veräppeln? Hey! Warum ein Schadenspunkt? Warum ein Schadenspunkt? Hä? Hallo? Riolu? Kommst du mit? Riolu? Was ist mit Riolu los?
Riolo! Hallo? Ja, komm auch mit! Klasse, jetzt bleibt er da stehen oder was? Hä? Wieso macht er nur einen Schaden? Moment mal. Riolo blinkt. Habe ich ja ganz vergessen. Das habe ich ja ganz vergessen, dass der auch essen muss. Habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Also ich war jetzt schon am Überlegen, habe ich jetzt einen Fehler? Habe ich jetzt einen Fehler? Habe ich jetzt einen Fehler im Spiel? Verdammt, wer, der überlebt das nicht. Na, Riolo ist aber stark genug, der kriegt das hin. Los, Riolo. An, Riolo! Riolo! Schön. Ah, Treppe! Treppe! Team, Riolo, Taktik, weg von hier, Wechsel. Riolo? Oh Gott! Taktik, wir sind ein Team. Tauschen wir die Plätze. Ich habe keinen Donnerblitz mehr, das kostet mich gerade so ein bisschen an. Schön. Geht doch. Ein bisschen Taktik oder passt das schon? Gigasauger. Oh, Vakuumhieb. So, jetzt aber letzte Ebene. Geht doch. Schon wieder 40 Minuten, das ist viel zu viel. Sieh mal, Sparks, da ist der See. Unglaublich. Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen. Ist der See an dem Tu... Ist das der See, an dem Tubox lebt? Hey, Sparks, sieh mal hier. Sieh nur, in der Mitte des Sees. Da ist eine Art Insel. Ich glaube, ich sehe jemanden. Gehen wir hin. Hey, was passiert denn da? Das ist Reptane. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schreier eingegeben hat. Die Vision, die ich hatte, das war also noch ein Ereignis aus der Zukunft. Das? Wer ist das? Tubots? Wenn ja, dann steckt Tubots in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm schnell. Hier unten im See liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Na gut, Tubots. Ist dein Name richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss das Zahnrad der Zeiten mitnehmen. Warte,
Arthur Reptain. Du kennst meinen Namen? Der Deep Reptain. Safe und Vesprit haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Ich habe einen narrischen Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? Ah, ein Beben! Der See ist von lauter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, an das Zahnrad heranzukommen. Reptain, das Zahnrad der Zeit, es ist dir jetzt unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst, du wirst niemals... Du, ich muss es haben und werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dich dazu aus dem Weg räumen muss, Towards. Stop! Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht stehlen, Reptain. Ich will euch nichts tun. Geht mir aus dem Weg. Nein, ich gehe nicht. Ist das dein Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich aus dem Weg räumen. Versuch nur, mich aufzuhalten. Der Kampf gegen Reptain hat begonnen, oh mein Gott! Da kann ich wirklich was machen. Da Reptain echt scheiße steht. Ja, wie gehe ich denn jetzt am besten hin? Könnte ein Schritt nach unten machen. Ah, da muss ich ja wieder hochgehen. Na gut, geh ich wieder hoch. Ja, genau! Genau! Schon. Ah, geht doch. Reptain wurde besiegt. Ah. Geht mir aus dem Weg. Ich kann nicht reden. Aber ich rühre mich nicht vom Fleck. Du weigerst dich? Dann habe ich keine Wahl. Nein. Riolu ist in Gefahr. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ah. Ich tue das nur für das Zahnrad der Zeit. Vergib mir. Stopp! Hä? Wozu findest? Alles in Ordnung, Riolu? Bitte lass mich das erledigen. Ah! Du! Es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptain. Wie war das? Der große Zwölfins kennt Reptain? Ah, sogar hier. Sogar hier hast du mich gefunden. Du bist wirklich hartnäckig. Du klebst an mir wie eine Klette. Reptain, diesmal kommst du mir nicht davon. Zwirfens. Ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Aber ich bin bereit. Also du willst kämpfen? So sei es. Aber kannst du gewinnen? Gegen mich? Reptain ist verschwunden. Dieses Schlitzohr Reptain. Er hatte nie vor, gegen mich zu kämpfen. Von mir gibt es keiner kommen. Der große Zwölfins ist auch verschwunden. Wie ist das geschehen? Ich begreife das nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Mir ist schwindelig. Hick, da sind sie! Hey, kommt, beeilt euch! Mann, oh Mann, sie liegen am Boden. Hey, hey, alles in Ordnung? Sie sind schwer verletzt. Schnell, wir müssen sie zur Behandlung in die Gilde bringen. Okay. Die Wolken über der Kristallstraße und dem Waldgebiet haben sich verzogen. Und ich werde hier beenden. Es war schön, dass dieser Part relativ ohne Komplikationen vonstatten ging. Ich